Vor allem, was man beim Äquivalisten, glaube ich, dazu sagen sollte, ist, dass die mittlerweile sogar das Land verlassen will, weil die Woken das so komplett übertrieben haben. Also das ist ja diese ganze Cancel-Bande, Wavelings der Mitte, Shoyoka und die anderen, die da wirklich alte TikTok-Ausschnitte ausgraben und versuchen, sie in die Nähe von Holocaust-Leugnung und anderen Sachen zu bringen. Das war genau das Nächste, was ich gerade ansprechen wollte in dem Zusammenhang. Ihr Also wurde ich ja weiß nicht, auch. ob ihr das mitbekommen habt. Ja. Ach, sorry, ich war gerade gemutet im Discord. Ja, Das war haben genau wir. genau das Nächste, was ich gerade ansprechen wollte, was ich dich fragen wollte. Da hatten wir uns auch vor 1,5 Wochen, glaube ich, mit auseinandergesetzt. Im Shoyuka Spezial Nummer 2. Holocaustleugnung. Wirft sie ja jetzt hier. Sie hat ja einen aufgemacht. Oh ja, ich habe sie gemobbt. Es tut mir leid, das war nicht richtig von mir. Aber sie ist halt eine Holocaustleugnerin. So hat sie das ja ungefähr gesagt. Wir haben uns da auch den Ausschnitt angeschaut, auf den sie sich da bezogen hat. Da hat ja Magdalene so im Groben gesagt, ja, im Zweiten Weltkrieg war nicht nur Hitler der Böse, sondern die anderen waren jetzt auch nicht gerade unschuldig, hat sie so in den Raum gestellt. Was völlig korrekt ist. Also Absolut. jemand wie Churchill, der hat demokratisch gewählte Regierungen wegputschen lassen, der hat Aufstände, Kolonialaufstände durch Flächenbombardements niederknüppeln lassen, der hat ja niederbomben lassen, der hat auch im Zweiten Weltkrieg raus aus den Kriegsverbrechen begangen. Also Haben der war alle jetzt nicht Seiten, ja, nur gut genau. im Genau. eigentlichen Sinne. Ja. Also ich würde da Weil auch das keinen heißt, als die Guten bezeichnen. So, da ja. bin ich auch absolut bei ihr. Und da dann irgendwie nur Holocaust. Nicht nur, also selbst, ich dachte ja erst, es geht um eine Verharmlosung. Selbst das dachte ich mir, das ist Bullshit. Aber sie hat ja sogar tatsächlich das Wort Leugnung in den Mund genommen. Also damit leugnet man doch rein Absolut gar willkürlich. nichts. Rein gar nichts Absolut. Es leugnet geht man nicht damit. um den Holocaust in der Aussage, gar nicht. Nee, das ist so ein antideutscher Take. Du sagst irgendwie irgendwas über den Zweiten Weltkrieg und ordnest die Verbrechen der Alliierten nur ein. Und dann bist du automatisch auf Seiten der Nazis und fandst alles gut, was sie gemacht haben. So, sobald du sagst, ich finde das jetzt nicht so gut, wie man da Dresden plattgebombt hat oder Hiroshima und Nagasaki hätten nicht sein müssen, sobald du das sagst, bist du auf Seiten der Nazis. Das ist diese Ja, antideutsche Argumentation. damit, also Und meiner Meinung Antideutsch und nach. Brocken, die haben sich ja in Deutschland mehr oder weniger zusammengetan. Also die sind ja mehr oder weniger verschmolzen. Ja, und meiner Meinung nach will man damit dann einfach die Leute auch mundtot machen, dazu sagen, ja, da gibt es auch ein bisschen Kritik, die man da an gewissen Vorgehensweisen hätte üben können oder müssen. Aber nee, da machst du dich ja mit den Nazis gemein, blablabla. Das ist doch, ja, nichts anderes außer Mundtotmacherei dann, oder? Weil es traut sich ja dann keiner darüber zu sprechen. Wenn man dann schon direkt in eine Holocaust-Leugnung irgendwie, gerade bei Magdalene ist das ja umso lächerlicher, wenn man bedenkt, dass sie ja selber eine Jüdin ist. Ja, vor allem diese Leute, diese Wokies, die Antideutschen, die fahren ja nach Dresden und halten da Plakate hoch, Bomber Harris, do it again. Wahnsinn. Oder Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris, Feuer frei. Das hat ja so eine Referentin von der Amadeo-Antonio-Stiftung geschrieben. Die ja heutzutage als die Guten zählen. Ne? Das war ja auch ein Teil von Shoyukas Ja. Kritik an Montana Black und Kuchen, dass sie ja ganz böse geredet haben über diese tolle Stiftung, die so viel Gutes tut. Und da muss ich mich auch gerade noch mal korrigieren. Ich hatte vorhin Winston Churchill gesagt. Ich meine natürlich Arthur Harris. Der war derjenige, der in den arabischen Staaten die Kolonialaufstände durch Flächenbombardements hat niederbomben lassen. Also der hat diese Taktik dann später auch im Zweiten Weltkrieg bei deutschen Städten angewandt. Ja, ich glaube, laut Wikipedia über 90% des Landes waren ja komplett zerbombt dann gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, ist sogar 95%, ich weiß nicht genau, aber so in diese Richtung ging es ja, ne? Ich bin ja Kölner und ich kenne ja auch die Bilder, wie zum Beispiel Köln 45 dann ausgesehen hat um den Dom herum. Es war eine reine Ruine, ne? Das ganze Land. So, weiß man auch nicht heute, ob das hätte wirklich sein müssen, ne? Gerade in der Zeit dann am Ende des Krieges. Aber gut. Und ich finde halt, es ist durchaus legitim, solche Kritiken zu äußern und zu sagen, war bestimmt nicht alles perfekt, was die anderen, auch Stalin oder halt, wie du sagtest, Churchill oder Harris, dass man da auch sagen kann, ja gut, so toll waren die auch nicht. Ja, Aber das also auf relativiert jeden halt Fall. nicht den Holocaust, hat nichts damit zu Nö. tun. Aber alle sollten, natürlich sollten alle Verbrechen kritisiert werden dürfen, also. Ja. Genau. Ja, Vogue Bubble. Also es sind halt auch immer diese Leute, Dara, Dave. Von Alerta hört man komischerweise seit Monaten jetzt nichts mehr, seitdem das Gross und Kuchen, glaube ich, irgendwie. Weiß nicht, ich hatte ja damals auch, als Alerta mich dann gedoxt hat, hatte ich natürlich den Tweet gemeldet.
Da ist monatelang nichts passiert, aber zu der Zeit, wo Huchen und Skrulls dann auch irgendwie vorgegangen sind gegen Alerta, weil sie ja auch irgendwie denunziert hat, habe ich dann irgendwann die Meldung bekommen, das war auch zu der Zeit dann, wo Musk dann immer einflussreicher wurde, dass Alerta gebannt worden ist, wegen der Meldung von mir. Ich denke mal, viele andere werden eine ähnliche Meldung bekommen haben, die auch gemeldet haben. Und den Tweet musste er dann rausnehmen, den hat er dann auch gelöscht, den Tweet über mich. Aber danach konnte er wieder schreiben. Also zumindest hat er ein paar Retweets noch gemacht. Aber seit 2, 3 Monaten macht er gar nichts mehr. Also ich gehe davon aus, dass er irgendwie gebannt worden ist oder sowas. Dass man es halt nur nicht sieht. Was natürlich was Gutes ist, ne? Weil Alerta war ja der größte Doxer überhaupt auf ganz Twitter. Zumindest hier, was so die Twitch-Szene angeht. Was Ja, würdet. Nemesis hatte da vor einiger Zeit mal was gesagt, da das ist schon ein bisschen her, deswegen möchte ich da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Klar, ja genau, Nemesis hat er ja auch belästigt, sage ich mal. Das habe ich auch mitbekommen damals. Was glaubst du denn, was kann man denn tun überhaupt gegen diesen ganzen Woken-Wahnsinn, den wir hier erleben, mit den ganzen Shoyokas und so? Was wäre da die beste Vorgehensweise in Zukunft? Also erstmal die Finanzierung durch große, ja, durch große Thinktanks und durch staatliche Stellen abstellen. Also sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, das sollte kein staatliches Geld mehr bekommen. Und diese ganzen anderen Thinktanks sind ja nicht nur woke Thinktanks. Es ist ja so eine ganze Landschaft, die da vom Staat durchgefüttert wird. Und dann gibt es noch ausländische Organisationen wie das Institute of Strategic Dialogue oder die Human Rights Campaign, die aus den USA beziehungsweise Großbritannien kommen und den Diskurs in allen westlichen Ländern beeinflussen. Und da muss man schon gucken, inwieweit große ausländische Kapitale hierzulande Organisationen finanzieren dürfen. Also inwieweit man das einschränkt durch so eine Art Stiftungsgesetz. Also sowas hat ja Ungarn beispielsweise gemacht. Also sowas müsste man als erstes machen. Um sich quasi dann von diesen äußeren Einflüssen zu schützen, hat Ungarn da Gesetze erlassen. Wie sähe dann da so ein Gesetz aus, falls du das jetzt weißt? In Du kannst etwa? einfach die Spenden von ausländischen Akteuren an inländische Organisationen einschränken. Hört sich auf jeden Fall Also sehr das basiert geht ja an. relativ einfach. Die hatten ja auch Also du kannst große einfach die Probleme mit Spenden, die aus dem Soros, Ausland ne? kommen. Zum Beispiel. Ich glaube, mit Soros hatte ja hier der Viktor Orban, glaube ich, so seine Probleme damals wegen seinen NGOs. Ich glaube, Soros ist ja selbst auch ein Ungar. Star, was hältst du davon, wenn du das hörst? Die Vorgehensweise als einer der Punkte gegen den Wokismus? Ausländische Spenden ist immer eine Schwierigkeit, inwiefern man das einschränkt und was so die negativen Konsequenzen sind, die am Ende damit eingehen. Also ich finde auf jeden Fall nein, so eine AAS hat 0 Cent von Steuergeldern verdient. Ich glaube, denen sind wir uns alle einig. Was Spenden angeht, weiß ich nicht. Es ist schwierig. Großspenden kann man einschränken. Also wenn da jemand mehrere Millionen Euro nach Deutschland überweist, oder dann kann man da schon einen Riegel vorschieben. Wenn da jemand aus dem Ausland, keine Ahnung, 1.000 Euro überweist, dann soll er es machen. Aber so große Geldflüsse, die das politische Klima in Deutschland beeinflussen sollen, das ist, glaube ich, nichts, was wir auf Dauer gutheißen können. Denn wenn sich das politische Klima in Deutschland einmal wandeln könnte, also wenn Deutschland, beispielsweise Deutschlands Bindung an die USA bröckeln könnte, dann werden die USA natürlich alle Mittel der Informationskriegsführung nutzen, die sie zur Verfügung haben. Und dann werden auch von staatlichen oder halbstaatlichen Stellen aus den USA viel mehr Gelder hier in Thinktanks in Deutschland gepumpt werden. Aktuell bezahlt die deutsche Bundesregierung ja die ganzen transatlantischen Thinktanks. Also wie gesagt, das Problem sind nicht nur woke Thinktanks, das sind auch neoliberale oder transatlantische.